Hallo Leute, willkommen bei Präzisionsschweine in Ravensberg, einem LS19 Let's Play mit Precision Farming und Schweinen. Dies ist Teil 5. Jo. Schönes großes Feld. Also früher oder später kaufe ich das ganz bestimmt. Egal, wie ihr abgestimmt habt. Die Frage war halt, ob ich das jetzt bald machen soll. Aber irgendwann kaufe ich dieses schöne große Feld auf jeden Fall mal. Ich bin schon gespannt, was ihr für richtig haltet. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ihr abgestimmt habt, weil ich ein paar Folgen direkt an einem Tag aufnehme. Das mache ich ja meistens so. Ja, und darum lasse ich mich mal überraschen. So, und ich denke mal, auch dieses Grasfeld werde ich früher oder später kaufen. Und wer weiß, was ich hier noch alles anschaffe und überhaupt schaffe. Wie lange uns dieses Ravensberg Spaß macht. Jetzt ist die Gerstenernte fertig. Das heißt, wir können dann gleich mit dem Auftrag anfangen. So. Stopp, stopp, stopp. Ja, den lasse ich dann gleich sofort anfangen. Ein Schwader sollte ich mir irgendwann auch mal anschaffen. Aber da gucke ich mal, ob die irgendwann mal einen gebrauchten Schwader haben. Momentan war da noch keiner im Angebot. So. Ja, legen wir gleich mal los. Ach, der Helfer I hat die Arbeit. Ja, das glaube ich. Das glaube ich gern, dass der die Arbeit erfolgreich beendet hat. Denn wir haben ja gar kein Maisgebiss dran. Das muss ich ja erstmal kaufen gehen. Hier wäre vielleicht auch ein guter Platz für viele Gewächshäuser. So. Wo packe ich denn jetzt das Schneidwerk mal hin? Wo man es hinpackt, ist falsch. Vielleicht da hinten neben die Halle. So. Und ich denke mal, jetzt lasse ich den ganz dreist zum Shop zurücksetzen. So, zurücksetzen. So. Und jetzt steigen wir hier ein und kaufen ein Maisgebiss.
So, ein schönes, gebrauchtes Maisgefäß. Wo ist es? Minus 1000 für neue Fahrzeuge. Was habe ich gemacht? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Das kostet 5000. Das ist sehr merkwürdig. Ja, jetzt ist es da. Irgendwas habe ich vorher falsch gemacht. So. Gut, mit dem können wir wahrscheinlich auch besser drin sitzen. Fahren, ja, das geht. Dann könnte ich auch wieder das Radio anmachen. Ja, was ist das für ein Sender? Ich glaube, das ist nicht der, den ich will. Den will ich. Da gibt es nämlich einen neuen Song. So, ich hoffe, dass die Lautstärke vom Radio für euch so okay ist. Ja, an dieser Stelle solltet ihr mich wieder darauf hinweisen, dass man Schneidwerke am besten mit dem Schneidwerkswagen transportiert. Und schließlich sei ich hier ja im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs. Und ich werde dann antworten, ach, so ein schmales Schneidwerk geht schon mal. Aber natürlich habt ihr recht. In echt dürfte man auch mit so einem Schneidwerk nicht einfach so durch den Ort brettern. So. Lieber gucken. Isinghage. Da müssen wir ja den Mais hinliefern nach Isinghagen. Ja, da werden wir mindestens den Rest des Tages mit beschäftigt sein. Vielleicht sollte ich die Zeit ein bisschen langsamer stellen, damit der Tag dafür ausreicht. Haben wir uns hier eigentlich schon mal umgeguckt? Oh, der Sitz sieht ganz bequem aus. Muss er auch, da muss man ja oft Stunden und Tage drin sitzen. Ah ja, hier haben wir uns schon mal umgeguckt mit den Getränkehaltern. Und da ist ein altmodisches Schaltpult. Herrlich, herrlich. Vielleicht habt ihr mal Raumschiff Enterprise geguckt oder Raumschiff Orion. Also wenn ihr in meinem Alter seid, habt ihr das wahrscheinlich schon geguckt. Wenn ihr jünger seid, vielleicht auch, wenn ihr nostalgisch drauf seid. Aber da hatten sie auch solche lustigen Schaltpulte. Früher in den 60ern und 70ern sahen Schaltpulte so aus. Ich war so begeistert von Astronomie und Weltraum und überhaupt, dass ich mir meinen Schreibtisch als Schaltpult verkleidet habe. Also ich habe schon auf den Schreibtischbereich zum Arbeiten gehabt, aber so drumherum habe ich so mit Pappe und Holz mir so Schaltpulte gebaut, rundrum wie so ein Cockpit, und mit Alu verkleidet und dann lauter
Schalthebel und solche Sachen drauf gemacht. Also so ein Fake-Cockpit habe ich mir gebaut. Und dann war das mein Raumschiff. So. Okay, gucken wir mal, ob der Helfer jetzt brav ist. Sieht gut aus. Können wir ja hier mal raus. Ah, die Zeit wollte ich umstellen. So. Na, ist das nicht genial hier mit dem Schloss im Hintergrund? Ich glaube, das ist das neue Lied. Ah, jetzt bringen wir erstmal die Gerste weg. Lassen wir das Lied einfach nochmal weiterlaufen. Das hat so was luftig Beschwingtes, finde ich. So. Ja, dann stelle ich den gleich mal daneben. Und die Aussaat sieht fertig aus. Ja, die ist wohl fertig. Und ich muss erstmal Stroh einsammeln und dann das nächste Feld gleich aussehen. Aber erst, wenn der Stroh eingesammelt ist. Und jetzt ist die Musik aus. Schnell wieder in den Trecker. Yes. Gut. Oh, guck mal, wie dreckig der aussieht. Das ist, weil es ein Gebrauchtrecker ist. Den habe ich übrigens jetzt beim Modhub eingereicht. Mit den neuen Einstellmöglichkeiten. Man kann da jetzt auch nicht nur das Dunkellila wählen, sondern auch lauter andere Farben. Und er wird halt schmutziger als andere Fahrzeuge, wenn er schmutzig ist. Und er sieht besonders schäbig aus, wenn er reparaturbedürftig ist. Und wird auch schneller reparaturbedürftig. Ich dachte mir, ich muss den Modhub-Leuten schon zeigen, dass es einen Grund hat, dass der so billig ist. Also damit er halt echte Gebrauchtnachteile hat. Ja, und dann habe ich ihn erst mit dem neuen Testprogramm getestet und als das fehlerfrei war, eingereicht. Und ich bin super gespannt, ob der Modhub gebraucht Trecker und sowas annimmt. Sieht man sonst gar nicht, aber ich habe die Bestimmungen durchgelesen bezüglich Fahrzeugen und man darf keine 1-Euro-Fahrzeuge einreichen. Aber tue ich ja nicht, der kostet ja 32.000 in dieser Ausführung. Nee, sogar mehr. Wegen der Farbe 33.000. Das ist ja weit weg von 1 Euro. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Das kann aber noch dauern.
Die gehen bestimmt jetzt dann auch mal in die Weihnachtspause. Nachdem sie noch ganz prima meine ganzen Weihnachtsmods fertig gemacht haben und auch noch viele andere. Ja, ihr könnt ja mal die Daumen drücken. Das Schöne wäre nämlich, wenn der in den Mod-Hub kommt, dieser Gebrauchttrecker, dann könnt auch ihr Konsolespieler so einen Gebrauchttrecker haben. Und dann würde ich nach und nach wahrscheinlich alle meine Fahrzeuge nochmal so ein bisschen aufmöbeln und auch ein bisschen voll machen, damit sie wirklich schlimm gebraucht sind. Und dann werde ich die nach und nach beim Mod-Hub einreichen. Wenn's klappt. Und ja. Wenn's klappt, frage ich mich, warum hat das nicht schon längst jemand gemacht? Aber auch bei anderen, auf anderen Mod-Seiten habe ich noch keine so einfachen Gebrauchtgeräte gesehen. Es gab nur mal den einen Mod vor kurzem, wo alle Geräte dann billiger verkauft wurden und einfach ein bisschen dreckig ausgeliefert wurden. Aber der hat irgendwie ganze Spielstände zerschossen. Und war natürlich auch ein Skript-Mod, den man auf der Konsole nicht nutzen kann. Das Nachgeplänkel ist ein bisschen komisch. Also von der Musik meine ich. So. Jetzt mache ich die mal aus. Ich meine, immerhin hat es dieser alte Ladewagen in dem Mod-Hub geschafft. Aber das ist ja ein extra Gerät, das ein Modder extra gemacht hat, so wie ich das einschätze. Und der wird ja auch nicht als Gebrauchtgerät gehandelt, sondern als preiswerter Oldtimer-Mod, so ungefähr. Das ist ja wieder was anderes. Jetzt gucke ich mal, wie das geht, wenn man hier drinnen sitzt. Man sieht das Stroh. Oh, da muss ich abtanken. Abbunkern, habt ihr mir gesagt. Dann fahre ich mal dahinter. Das muss ich jetzt sowieso. Dann gehe ich auch mal wieder raus. So. Von außen habe ich einfach einen besseren Überblick. Ich denke mal, wenn das mit einem normalen Auto auch ginge. Ach, der hält noch gar nicht. Ich dachte, der steht und wartet. Na gut, soll er mal weiterarbeiten. Dann arbeiten wir hier auch weiter. So. Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, wenn das in echt auch ginge, dass man so hinter sich selber schwebt, würde ich wahrscheinlich öfters so Auto fahren. Ich hatte mal einen VW-Bus und fand das toll, weil man da so ein bisschen erhöht saß und einen besseren Überblick hatte.
Jo. Na, wenn wir hier jetzt so fleißig arbeiten, können wir auch wieder ein bisschen Musik hören. Das war jetzt nicht die Musiktaste. Zoom. Ob das geht? Jo, geht. Neue Erfahrung. Stroh einsammeln aus der Innenkabine. Huch, schon wieder voll. Den Trecker habe ich ja auch schneller gemacht. 10 Kilometer schneller. Und ich hoffe, das fällt beim Modhub niemandem auf. Denn die Fahrzeugmods sollen realistisch sein. Und dieser Trecker kann nun mal realistisch keine 53 Stundenkilometer. Aber ich dachte mir, es gibt so viele Trecker, die das können. Ich möchte, dass der schnell fährt. Und 53 ist ja im Rahmen. So. Wenn man hier drin sitzt, dann fühlt sich das an wie ein Rennwagen. Jetzt hüpfe ich auch wieder raus. Anstrengend. So. Ja, und jetzt wechsle ich den Radiosender. Nein, das will ich nicht. Kein Stream. So rum geht es also nicht gut. Gucken wir mal, wie das so kommt. Da oben ist der Heißluftballon. Da muss ich mal aussteigen, dass wir den sehen können. Hier sind mehrere Heißluftballons. Oh, und der pH-Wert ist schon wieder schlecht. Wo sind die anderen? Da muss ich ja schon wieder kalten. Noch ein bisschen ohne Musik, um hier die landwirtschaftlichen Geräusche zu hören.
Die Vögel sind hier ganz schön eifrig bei der Sache. Und auch der Wind. Ja, ich denke, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Und als Hausaufgabe werde ich dieses Feld mal fertig absammeln. Und in der nächsten Folge wird dann schon wieder gekalkt. Jetzt gucken wir gleich mal, ob das überall auf dem ganzen Feld schon wieder schlecht ist. So, ach, fahren wir ja noch schnell den voll. So. Dann ist das nämlich erledigt. Und jetzt gucken wir mal hier. Das ist der Stickstoff. Das war ja klar, dass durch die Ernte der Dünger weniger geworden ist. Und der pH-Wert, ja gut, er ist gelber als hier. Ist schon nicht so optimal. Ist zwar nicht wirklich sauer, aber tja, da muss gekalkt werden. Ah, wir haben ja auch beim letzten Mal haben wir gar nicht gekalkt, sondern nur eine Runde gedüngt, weil das ja schon angesät war. Also dann ist klar, dass wir hier kalken müssen. Gut. Jo, also ich mache hier die Strohgeschichte fertig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zum Kalken wieder. Und zur weiteren Maisernte. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch noch Schweine kaufen können. Aber ich denke mal, das müsste eigentlich gehen. Wenn wir jetzt dann Mais haben, dann können wir sie ja auch füttern. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.